Also, dass Herbert Kickl sich hier herstellt und über den Beschuldigtenstatus von wen immer sich zu sprechen traut, ist eine Chuzpe an sich. Na, sind Sie nicht selber auch beschuldigt? Nee, gibt es kein Auslieferungsbegehren gegen Sie wegen falscher Aussage vom U-Ausschuss, wo Sebastian Kurz zurücktreten musste? Wieso sind Sie noch da nach Ihren eigenen Maßstäben? Eigentlich schon längst fort. Das heißt, auch wenn Sie aus dieser Sitzung so etwas machen wie ein bisschen Märchenstunde, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich auch beschuldigt bin und im Stil eines Rumpelstilzchens hier den Beleidigten spielen und andererseits so ein bisschen wie er will mich spielen. Sie müssen halt zur Kenntnis nehmen, es will Sie niemand in diesem Haus. Tut mir leid, aber das haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Ich weiß auch nicht genau, bei welcher Excel-Tabelle bei Ihnen 28% der Mehrheit sind. Aber Sie werden schon eine haben. Regen Sie sich nicht so auf, rechnen Sie nach. 28% sind halt nirgends eine Mehrheit. Vielleicht im Universum der FPÖ, aber nicht im wirklichen Leben. Und dass ausgerechnet Sie von frisierten Zahlen sprechen, mit einem Korruptionsskandal in der Steiermark, in der Graz am Hals, der sich gewaschen hat, ja, wo in die eigene Tasche gewirtschaftet werden. Ja, ich weiß, das tut weh, aber wer sich Geld einsteckt, muss es sich auch anhören. Es ist halt so. Das ist im Übrigen noch niemandem in diesem Haus vorgeworfen, außer Ihnen. Und weil der Herr Hafenecker gerade so interessiert rausschaut, erstinstanzlich verurteilt, gar nicht hingegangen zum eigenen Prozess, aber es war ein Schauprozess. Ja, aber anders als Sie glauben. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, wenn jemand hier über Demokratie nicht sprechen sollte, dann ist es die FPÖ. Wenn in diesem Haus jemand nicht über Redlichkeit sprechen sollte, ist es Herbert Kickl. Und wenn in diesem Haus jemand über Regierungsverhandlungen nicht sprechen sollte, ist es auch die FPÖ, weil sie waren nirgends dabei und wissen gar nicht, was wo gesprochen wird. Und wie... Ja, ich weiß eh, es tut weh, die Wahrheit zu hören. Trotzdem ist es manchmal auch recht gut, sie zur Kenntnis zu nehmen. Meine geschätzten Damen und Herren der FPÖ, Sie haben ein großes Problem. Das wird Ihnen auch niemand lösen. Diese Regierung arbeitet viel, viel besser, als Sie es wollen und glauben. Und sie braucht in dieser Regierung absolut niemand.